Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen lernen mit Tom. Wie ihr gerade vielleicht schon gesehen habt, hier steht der Mixer. Heute wird nicht gekocht, heute wird gebacken. Ich mache euch heute einen leckeren Kastenkuchen. Der ist speziell jetzt auch für einen Geburtstag, zu dem ich morgen gehe. Und die Zutaten für diesen Kastenkuchen seht ihr dann gleich wieder im Abspann sowie in der Infobox. Ja, solltet ihr den Kanal für gut befinden, freue ich mich natürlich über eure Likes und eure Kommentare. Und solltet ihr neu hier sein, freue ich mich natürlich auch über neue Abonnenten. Damit ihr nichts verpasst, müsst ihr natürlich immer die Glocke anklicken. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was Kochen lernen mit Tom angeht. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kastenkuchen. Euer Tom. Hier seht ihr nun meine Zutaten für meinen Kastenkuchen. Der Kastenkuchen soll heute mit leckeren schwarzen und roten Johannisbeeren sein. Wir haben hier Butter, wir haben hier Zucker, wir haben hier eine Limette, ihr könnt natürlich auch Zitrone nehmen, 4 Eier, Creme Fraiche oder Creme Double, natürlich vernünftiges Dinkelmehl und Puderzucker und ein wenig Backpulver. Ja, zuerst geben wir unsere Butter in einen Topf und dann geben wir den Zucker hinüber. Dann lassen wir das Ganze schaumig schlagen von unserer Maschine. Ja, und wenn dann unsere Butter-Zucker-Mischung leicht cremig geschlagen ist, geben wir dann langsam die Eier hinzu. Ich schlage jetzt ein bisschen die Creme Fraiche auf. Und dann geben wir unsere Creme Fraiche unter unseren Teig. Lassen dies auch noch mal gut verrühren. Anschließend geben wir das Mehl in eine Schüssel und das Backpulver, vermischen das Ganze. Und wenn wir dann das Mehl und das Backpulver schön miteinander vermischt haben, geben wir es dann zu unserem Teig löffelweise. Wir fetten nun eine Kastenform mit etwas Öl oder ihr könnt natürlich auch Butter nehmen ein. Nun geben wir unsere Johannisbeeren zu unserem Teig. Heben diese schön unter. Ich habe mich noch entschieden, ich mache noch ein bisschen Krokant dazu. Und nun geben wir unseren Teig in unsere Kastenform. Schön glatt streichen. Ja, und dann geben wir unseren leckeren Kastenkuchen mit eigenen Blaubeeren aus eigener Ernte beziehungsweise von Freunden aus eigener Ernte in den Backofen bei 175 Grad, circa 45, also eine Stunde. Nach 45 Minuten
packt ihr Backpapier bzw. ja, deckt den Kuchen kurz ab und lasst ihn noch eine Viertelstunde im Backofen, damit es oben nicht so verbrennt. Also, sehen wir uns gleich wieder, wenn er fertig ist. Bis gleich. So Freunde, so sieht jetzt mein lieber Kastenkuchen aus, gerade frisch aus dem Backofen genommen. Und diese Spalte da, die soll auch so sein, das ist völlig in Ordnung. Und was machen wir jetzt noch? Jetzt machen wir uns noch einen leckeren Zuckerguss, bestehend aus Limettensaft und Puderzucker. Die Limette schneiden wir auf und pressen sie aus. Wenn ihr nicht genug Limettensaft habt, könnt ihr natürlich auch noch eine Bio-Zitrone nehmen, ein wenig Puderzucker noch dazugeben. Und nun verteilen wir unseren leckeren Guss über unseren Kuchen. So Freunde, das ist jetzt mein leckerer Kastenkuchen mit einer schwarzen und roten Johannisbeerfüllung und einem leichten Zitronen-Puderzuckerguss. Ich hoffe, meinem Geburtstagskind, dem ich mitbringe, der gefällt ihm der Kuchen und euch hat es auch gefallen. Ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Kochen lernen mit Tom. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, einfach abonnieren, kostenfrei und nicht vergessen, die Glocke anzuklicken, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid, was bei Kochen lernen mit Tom abgeht. Also, bis bald, euer Tom.